Wir müssen nicht noch Zeit mit dem Portal verschwenden. Wenn Dumi-Glumi nicht andauernd so viel sterben würde, wäre das ja alles teilweise gar kein Problem. Der Typ ist ja gefühlt teilweise dauernd tot. Ich habe den Robust-Erinnerung. Wird die Schmelztiegelklinge entfernt, erhebt sich der Titan erneut. Ja gut, das wollen wir ja nicht. Jetzt halte ich auch daran fest. Aber bist du fett oder so? Meine Güte. Jetzt, was soll das denn? Du sollst doch nur da hoch, du Fettsack. Ach, was soll der Scheiß denn? Wo soll ich denn sonst hoch? Danke. Dann lässt man doch auch beim ersten Mal geklappt. Ja. In der Stahlkammer findest du alles Nötige. Sehe ich aus wie jemand, der genug Leben hätte, um sich mit so einem scheißmächtigen Vieh jetzt doch auseinanderzusetzen? Und nicht mit dem Idioten hier, der sich Doom, der Doomslayer nennt. Ach, geh mir nicht auf den Senkel. Du dich ja wieder erholst. Da war irgendwo ein Glory Kill dazwischen und du verkackst es. Muss sagen, nicht genug Benzin, muss mich verarschen. So. 27 Minuten. Ich versuche sie gerade im Schnelldurchlauf zu machen. Entschuldigung für die. Atem, der Nummer ist gefallen. Abgeschnitten, fließt die dämonische Energie massiv. Und die Gemeinschaft, die du einst kanntest, wurde durch die verdorbene Herrschaft der Maker ersetzt. So hätte es nicht enden müssen. Die einfach mal als links liegen lassen. Ich weiß, da kriegen wir zwar das Special-Ding nicht für die Pain Elementals, aber ist ja auch egal.
sagen. Und Munition. So eine schöne Kombination. So, hier nimmt sogar noch so einen Typ gesehen mit seiner, genau, mit seiner Medaille hier. Vielen Dank. Habe ich jetzt eigentlich dann für genug für... Na, 3 brauche ich dafür. Schade. Schade, 3 brauchen wir dafür. So, dann haben wir hier jetzt erstmal alles weiter aufgeräumt. Ah, hier haben wir noch einen Codex-Eintrag. Der eine, der uns noch gefehlt hat. Genau, die 12. Da ist sie ja. Die Wahrheit war für alle sichtbar. Die unheiligen Turmspitzen, die im Ödland aufragten, wurden von Maker-Maschinen gespeist. Die Khan hatte Agent nur verraten und ein Abkommen mit den Dämonen geschlossen, um ihre Essenz zu sammeln. Im Gegenzug gewährte sie ihnen Zutritt zu allen Welten unter ihrer Herrschaft. Es war eine Symbiose. Und der Dunkelheit stand Licht gegenüber. Denn wenn es einen Himmel gab, musste es ja auch eine Hölle geben. Die Gläubigen würden nach Urdak reisen und die Sünder würden in die feurigen Fuhlen des Schattenreiches leiden. In den feurigen Fuhlen. Was sind Fuhlen? Weiß ich gar nicht. Kunde wurde in alle Kulturen und Welten getragen. Doch auch uns traf Schuld. Denn es war unser Volk, unsere Priester und Gelehrte, die all dies erst möglich gemacht hatten. Argenta-Sklaven hatten die dunkle Fabriken gebaut. Und unsere eigene uralte Geistenergie half dabei, das Höllenelixier mit den Wundertreibstoff umzuwandeln, der jetzt die Welt der Makers und unsere eigene befeuerte. Die Wächter der Nacht verarbeiteten die Wahrheit über das Unheil der Essenz überall dort. Verbreiteten die Wahrheit über das Unheil der Essenz überall dort, wo sie auf offene Ohren trafen. Wir hatten an diesem Zwiespalt mitgeholfen, also war es an uns, die Ausbreitung dieser Seuche zu verhindern. Dieser neue Daseinsart von Dunkelheit und Licht. Wenn wir auch uns selbst nicht mehr retten konnten, so doch wenigstens die Unschuldigen, deren Welten noch nicht im Bann der Maker-Göttin und ihrer unsichtbaren Verbündeten aus den Höllendimensionen standen. Auch als die Wächter mit Berichten über Sklavenfabriken aus dem Schattenreich zurückkehrten, die die Seelen der Unschuldigen verdammten, lehnte sich das indoktrinierte Volk von Argentinur nicht gegen die Maker auf. Sie fühlten sich dem dämonischen Essenz verpflichtet, und obwohl sich die Priester berieten, sahen sie keinen Anlass, etwas zu ändern. Die Boten wurden niedergeschlagen, da sie es gewagt hatten, sich gegen unsere Götter zu wenden, die uns so reich beschenkt hatten. In ihrer unendlichen Weisheit hielten es die Makers schließlich für angemessen, dass die Gläubigen ihr Leben in Urdak und von vorne beginnen konnten. Und fürchtete den Zorn der Allmutter und lebenslange Ergebenheit wurde von dieser Revolte nicht ins Wanken gebracht. Es war einfach nur eine weitere Prüfung, eine Prüfung des Glaubens. Um die herauszulesen, die ewiges Leben in Urdak wirklich verdienen. Der Entschluss der Agenta stand fest. Die Wächter der Nacht bereiteten sich auf den nächsten Krieg vor, gegen ihre eigenen Brüder. Unsere Armee stand mit... Oh, was ist mit meinem Vorlesen denn gerade kaputt? Unsere Armee hatte miterlebt, wozu die Dämonen fähig waren. Sie waren auf den Pfad der Geister zurückgekehrt und auch, wenn ihre Waffen ohne die Essenz an Stärke einbüßten, so waren sie doch rein und gerecht. Es gab eine Spaltung unter den Agenten. Die eine Seite stellte sich gegen die Lehre der Makers und die andere war fest in ihrem Glauben verwurzelt. Das erleuchtete Reich setzte sich aus den Gläubigen und Fehlgeleiteten zusammen, die sich an den unheiligen Höllenenergie und der Macht der Makers labten und ausplünderten, die sich auf die Seite der Khan geschlagen hatten. Die Wächter der Nacht fanden Unterstützung bei freien Agentern und dem mächtigsten aller Killer, dem Slayer. Pläne und Taktiken wurden geschmiedet, die Wächter würden die Argent-Energiefabriken in Necrovolt, die Welten von Urdak direkt mit frischer Essenz versorgen, einnehmen und schließen. Sie würden den Fluss stoppen. Die schlummernden Geister würden erwachen und Argente nur Mut geben. Da ist ja das letzte Ding, was uns so gefehlt hat. Oh, da ist noch so ein komischer Kristall. So, Munition. Ich brauche dringend mehr Munition. Ich habe einfach viel zu wenig Muni. So. So,
Muss ich nur noch jemanden finden, dem ich die Sachen... dem ich die Munition aus der Kettensäge rausreißen kann. Ba 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 ba. Oh. So. War ich schnell genug? Ja, war ich. Ich habe doch Munition gesehen. Wieso habe ich nur 25 Schuss? Das ist aber nicht sehr viel. So, next step. Ich mache das hier eine Folge auch, wenn es ein bisschen länger wird dann. Hauptsache, wir kommen hier durch. Weil mehr Leben auch ganz gut wäre, aber was hilft mir mehr Leben, wenn ich nicht schießen kann so lange? Ah, wow. Die Einstellungen kann man nicht überspringen. Wunderbar. Achso, wollte sagen, hier geht's ja noch runter. Wo ist der Ausgang? Da. So. Und planschen gehen. Upp. Na, wo ist denn die Kiste? Da ist die Kiste. Wo ist der Schalter? Da ist der Schalter. Bop. So, ach ja, 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 ja. Sagen, ich zersäge ich doch für ein bisschen Munition. So. Nicht genug Treibstoff. Doch, jetzt hat er das aufgeladen. Hat ja gar nicht lange gedauert. So. Einfach schwimmen, einfach schwimmen, einfach schwimmen, schwimmen, schwimmen. Wenn. Da oben hin, ja genau. So. Alle ab. Geht doch mit den verkackten, verstärkten Dämonen weg. Ich finde, die Frostgranate braucht ein bisschen sehr lange zum Nachladen. Das war nicht so gut.
Oh, jetzt aber. Ich würde sagen, ich dachte irgendwie schon, der wäre jetzt beim letzten Schuss schon ein Ding-Status gewesen. Glory-Kill-Status. So, ein bisschen. Ich hätte ein bisschen mehr auf Rüstung gehen sollen. Naja, egal. So. Diesmal nicht durchs Portal gehen. Ich muss sagen, wer von euch möchte denn noch hier mit meinem wunderschönen Zahnstocher Bekanntschaft machen? Zu weit weg. Der kommt schon runter, wenn er Hunger hat. Doch nicht den Kleinen, meine Güte. Dummi Glubi, was ziehst du denn für einen Scheiß zurecht? In welcher Höllendimension war das denn die bessere Idee? Bist du fertig? Was, hier ist irgendwo ein Arschweil, wenn der gerade gespawnt ist. Ach, da hinten ist er. Nein, es ist aus dem Glory-Kill-Status raus. Wenn die scheiß Idioten die halt festhalten. Komm hier, da. Viel Spaß mit der Kacke. Ja, toll, danke. Ach Mann, jetzt geh doch aus dem Weg. Ich hab keinen Bock, einen scheiß Checkpoint zu kommen. Weil ich den scheiß Arschweil zu spät gesehen hab. Nicht ganz wie erwartet, aber trotzdem okay. Ah, er ist schon tot. Jetzt, bevor er aus dem Status wieder rauskommt. Du dämliches Kackvieh, halt doch endlich die Fresse. Meine Güte. Danke. So, Automap verfügbar. Oh wow, diesmal haben wir mittlerweile alles gefunden, oder was? Ne, warte, die müssten dann ja... Da ist auf jeden Fall wohl die Automap noch. Irgendwo hier. Ich bin verwirrt. Immer auf der anderen Seite, das heißt, es muss hier unten runter sein. Das ist ja hier die Ecke, wo der Archweil gespawnt ist. Da ist auf jeden Fall noch was versteckt.